Hallo und herzlich willkommen wieder zu Elden Ring Tag 11. Heute erkunden wir die linke Seite des Gebiets weiter. Nein, zuerst wollten wir in die Rosenkirche, genau. Das machen wir zuerst, bevor ich da gar nicht mehr dran denke. Zuerst die schöne Rosenkirche. Ich bin so ein Depp. Ich laufe ins Falsche. Ich wundere mich, wieso ist das so weit weg? Ja, das mit der Markierung ist nicht schlecht. Vielleicht sollte ich die früher machen. Ich muss halt nur darauf achten, was bei 1 und was bei keine Ahnung ist. Schade, dass die Viecher so wenig Erfahrung geben. Blutrose. Ich weiß nicht, der kommt mir irgendwie so böse vor. Als ob der irgendwas falsch gemacht hätte. Oh, Lambkin, I'm glad that you're here. You have a taste for I wish to anoint you a proper inductee. A knight to serve Luminary Moog. The Lord of Luminary Moog has strength. Vision. So. Boss, ich weiß es nicht. Nicht, dass ich jetzt in diese böse Fraktion reingehe. Aber eigentlich habe ich ja diese... Um mich zu läutern. Ja, komm. Yeah, now. For your final trial. Soak the... Normally this ritual would involve killing one's own maiden and recanting the... But since you are maidenless, the blood of any... The cloth... Is off the blood of anyone's maiden will do. Whoa. Kacke. Wo finde ich jetzt eine Jungfer, die ich töten muss? Okay, erstmal gehe ich hier hin, suche hier bis nach oben hier alles ab. Ist ja da einer. Aber wahrscheinlich ist es hier oben, wo ich noch nicht hinkomme. Oder wo ich zu doof bin, den Eingang zu finden. Aber lassen wir uns überraschen. Ich bin gespannt. Ja.
Damit ich auch nicht die Himmelsrichtung wieder falsch laufe. Das war doch jetzt mal ein guter, gut gespielter Einsatz. Oho, da unten ist auch was. Wahrscheinlich wieder so eine Höhle. Wow. Ja, runterspringen würde ich sagen, ist keine gute Idee. Habe ich jetzt eigentlich mein KBS, okay. Okay, so komme ich runter. Dann gehe ich erstmal hier lang. Weil hier ist bestimmt wieder so eine... versteckte Höhle oder sowas. Aber ohne diese Laterne würdest du bei solchen Orten halt wirklich überhaupt gar nichts sehen. So, ich würde schon sagen, dass diese Laterne Dark Souls notwendig ist. Weil immer mit so einer Fackel rumlaufen ist auch nicht das Wahre. Ah, ich hatte recht. Wahrscheinlich wieder so eine Katakombe. Aber ich habe jetzt gelernt, nach Eingängen zu suchen. Bevor ich da lang gehe.
Okay, den Fall könnte ich auf jeden Fall überleben. Gut, dass ich das abblocken kann. Der ist nicht ganz so schwer, wie ich dachte. Schon irgendwas muss da auch sein. Schade. Einen habe ich. Perfekt für alle Hochverräter. Oh Gott, ich hoffe, ich werde später hier nicht so bestimmte Kleidung brauchen. So komme ich dann drüber.
Oder auch nicht. Ja, da muss ich wirklich wahrscheinlich wahrscheinlich nach unten springen. Sicherheitshalber. Erledigt. Lüge gewesen. Ja, so kann man die natürlich auch austricksen. Asche, okay.
stell dir vor, du hast hier wirklich alles geschafft und stirbst dann an denen. Würdest dich doch zu Tode ärgern. Aber seit dieser einen Katakombe, wo ich so viele versteckte Türen gefunden habe, ist irgendwie mit versteckten Türen tote Hose. Es gibt mir die Hoffnung, dass ich doch nicht allzu viel übersehen habe. Kinderspiel des Kaiden-Söldners, okay. Auch nicht schlecht. Ich glaube, sonst ist hier nichts Großartiges. Na, sieht nicht so aus. Dann husche ich mal weiter. Okay, hier habe ich... Ah, der hätte mich dann wahrscheinlich dahinter geführt. War aber jetzt nicht notwendig. Okay. Hier geht's auch noch. Ja, gehe ich erstmal diesen Weg hier. Bevor ich jetzt da oben weitergehe.
Immer diese Geister überall. Okay, ich kann hier links hoch auf den Turm und ich kann hier geradeaus weiter. Ich sage jetzt einfach mal ganz stur, dass ich geradeaus weiter muss. Natürlich. Okay, was ist denn hier geradeaus? Oha. Natürlich beschwören wir einfach mal das rote Pferd wieder. Ja, ganz normal. Eissperr, okay.